Die GG Event Experten. Der Podcast mit den Referentinnen und Referenten der Veranstaltungen der Gesundheitstechnischen Gesellschaft. Hallo und herzlich willkommen zur ersten Ausgabe des Podcasts GG Event Experten von der Gesundheitstechnischen Gesellschaft im Jahr 2023. Ich hoffe, dass Sie alle gut ins neue Jahr hineingerutscht sind und ich freue mich sehr, dass Sie natürlich alle wieder mit dabei sind. Und natürlich ist auch heute wieder der Moderator der Online-Event-Reihe der Gesundheitstechnischen Gesellschaft hier mit an Bord in diesem Podcast, Eberhard Pinsch. Lieber Eberhard, ich grüße dich, hallo. Ja, lieber Till, ich grüße dich auch und ich wünsche, dass du einen guten Start in das neue Jahr hast. Selbstverständlich. Eberhard, wir haben uns hier lange nicht mehr gehört, aber selbstverständlich im neuen Jahr, im Jahr 2023, geht natürlich auch der Podcast der Gesundheitstechnischen Gesellschaft weiter. Auf jeden Fall. Wir haben sehr, sehr interessante Gäste vorgesehen. Die Vortragsreihe bei der Gesundheitstechnischen Gesellschaft wird natürlich auch in 2023 fortgeführt und einige, also man kann schon sagen, viele Gäste davon haben sich auch bereit erklärt, mit uns mal zu sprechen und mal einen netten Podcast zu machen. Und da freuen wir uns natürlich sehr drüber. Alle Informationen zu dieser Veranstaltungsreihe gibt es ja auch im Netz, und zwar ggberlin.de. Und diese Homepage, Eberhard, die erstrahlt gerade im neuen Glanz. Ja, diese neue Homepage ist jetzt auch wirklich für die Smartphones geeignet und sie erstrahlt, wie du eben schön gesagt hast, in neuem Glanz. Wie ich finde, hervorragend geworden. Man findet sich sehr leicht zurecht und vor allen Dingen, man sieht sofort, welche Events anstehen, welche Themen gespielt werden und ganz, ganz wichtig zum Nachhören, wo befindet sich das Archiv und wie komme ich dahin? Und natürlich finden Sie dort auch alle unsere Podcasts zum Nachhören. So, lieber Eberhard, dann finde ich, sollten wir so langsam aber sicher unseren Gast begrüßen, oder? Ja, ich bin wirklich voller Freude. Wir haben unseren Gast heute hier, Dr. Matthias Wagnitz, Referent für Energie- und Wärmetechnik beim Zentralverband Sanitär, Heizung, Klima, ganz kurz gesagt ZVSHK. Lieber Matthias, wir kennen uns schon seit vielen, vielen Jahren. Wir duzen uns und wir werden es auch bei diesem Podcast hier weiter tun. Recht herzlichen Dank, dass du dich bereit erklärt hast, heute hier zu sein. Ich wünsche dir auch einen guten Start für das neue Jahr. Herzlich willkommen, Matthias. Ja, schönen guten Tag und schön, dass ich hier sein darf. Matthias, du bist ja wirklich, wenn ich so deine Vita sehe, hast du eine fantastische Ausbildung genießen können und kommst auch tatsächlich aus dem Bereich, ja, da wo mit den Händen gearbeitet wird. Also ich habe gesehen, dass du also bei Unternehmen gearbeitet hast, die auch tatsächlich Sanitärheizungstechnik verkaufen und letztendlich einbauen, ne? Da warst du ja eine ziemlich lange Zeit. Ja, wir waren Familienbetrieb, Heizungssanitär, und ich kam ihm direkt aus dem Studium von der TU Berlin direkt in Betrieb rein, hatte da knapp 10 Jahre. Dann brach ihm leider Ende der 90er Jahre hier komplett die Bauwirtschaft zusammen. Und dann musste ich mir halt ein bisschen anderen Weg suchen. Bin dann über die Industrie gegangen, landete beim damaligen Gasverband und bin jetzt seit über 16 Jahren letztendlich wieder in meiner alten Heimat, also im Handwerk gelandet, aber beim Verband. Und ich finde diese Verbindung natürlich ganz toll, wenn man also einmal genau weiß, wie funktioniert denn die Arbeit beim Endkunden und auf der anderen Seite jetzt im Zentralverband bist. Was ist denn eigentlich der Zentralverband Sanitär, Heizung, Klima, ZVSHK? Wie kann man das einordnen für, nehmen wir mal an, für den Endkunden jetzt? Naja, der Zentralverband Sanitär, Heizung, Klima ist im Prinzip die Standesorganisation, wie es so schön heißt, von 49.000 Handwerksbetrieben und 392.000 Beschäftigten. Also genau genommen für 2/3 der Beschäftigten. Ja. Wir vertreten letztendlich erstmal die Interessen der Handwerker. Das heißt natürlich auf der einen Seite Politik, da bin ich jetzt eher aber nicht so tätig. Das heißt aber auch im Bereich Schulung, das heißt im Bereich Normengremien, das ist dann wieder mein Bereich. Wir sind dafür zuständig, dass die Kollegen richtig ausgebildet werden, dass sie richtig geschult werden. Das ist ein relativ breites Thema und es ist eine freiwillige Mitgliedschaft. Das heißt also, wer meint, er braucht das nicht, muss da nicht rein. Trotz allem haben wir überhaupt 2/3 der Beschäftigten. Das hat schon Gründe. Jede Seite braucht einen Ansprechpartner. Und das merken wir ja grundsätzlich, egal wo wir uns befinden, ob es Vereine sind, ob es Gewerkschaften sind, ob es wir selber sind. Viele meinen, als Einzelkämpfer kommen sie weiter. Mhm. Manchmal braucht man aber einfach mal jemanden, der für andere mitsprechen kann.
Weil was soll denn die Politik machen? Die können ja nicht 392.000 Beschäftigte ansprechen. Geht gar nicht. Und insofern ist das, auch wenn Verbandswesen sich für manchmal vielleicht ein bisschen staubig anhört, eigentlich eine ganz wichtige Geschichte. Und sie macht auch einen Heidenspaß, wenn ich ehrlich bin. Naja, das ist ja das Wichtigste. Und in der Zeit, wo wir uns kennen, habe ich auch gemerkt, dass du ja für deinen Aufgabenbereich doch sehr stark brennst. Und man sieht es ja auch an deiner Vita. Du hast ja dann auch irgendwann gesagt, also ich möchte noch ein kleines bisschen weitergehen. In deinem Namenstitel ist ja der Doktor mit drin. Du bist Doktoringenieur. In welchem Fachgebiet war das jetzt ganz genau? Na, ich habe an der TU Dresden promoviert. Bei Professor Felsmann und in meinem Gebiet. Und ein netter Titel heißt es so schön: Ausrichtung der Heizungs-, Klima- und Lüftungstechnik an den Bedürfnissen der Nutzer im Wohnungsbau. Und da merkt man so ein bisschen, das ist eben nicht nur Technik, das geht eben so ein bisschen auch in Richtung Sozialwissenschaften, das ist etwas, was es eher etwas ungewöhnlich gemacht hat. Und darum ging es eigentlich darum, was machen wir alles so selbstverständlich in der Technik, was eigentlich am Nutzer vorbeigeht. Weil das mir in den Normengremien ganz stark aufgefallen. Wir gehen immer von dem Nutzer aus, den es ohnehin nicht gibt. Wir haben 80 Millionen Individuen in Deutschland. Und das, was wir da bisweilen rechnen, das ist, naja, ich sag mal gut gemeint, aber nicht unbedingt realitätsnah. Also ein ganz einfaches Beispiel. Wir rechnen bei der Heizlast mit 20 Grad Raumtemperatur. Könnten theoretisch auch andere Werte einmachen, aber die Tabelle wird halt immer gern genommen und 20 Grad hört sich auch sinnvoll an. Tatsächlich ist aber so, das wissen wir aus meiner Befragung. Wir hatten also 3000 Leute online befragt und 600 Leute zu Hause besucht und da auch die Temperaturen gemessen. Der Median, also ungefähr der Mittelpunkt von allen Befragten, liegt ziemlich genau bei 22 Grad. Und wenn ich sage, ich möchte gerne fast alle, sagen wir, ich habe jetzt 95% als Bauchzahl an der Stelle damals genommen, ich möchte gerne 95% der Leute abdecken in meiner Auslegung, müsste ich 23 Grad nehmen. Und zwischen 20 und 23 Grad ist dann schon Weg. Und das macht dann bei der Auslegung, bei der Wärmepumpe zum Beispiel, massive Effizienzvor- oder Nachteile, wenn man eben sich am Nutzer orientiert. Und es zieht sich runter bis zum Energieausweis. Das ist überall. Wir haben viele Annahmen, die irgendwo ganz plausibel sind, die aber eigentlich nicht das umsetzen, was wir draußen haben. Ich verstehe. Und jetzt, ich meine, wir befinden uns in einer energieangespannten Lage. Und diese 23 Grad, die du erwähnt hast, die werden ja sicherlich jetzt auch nicht mehr der Realität entsprechen. Da sollte man ja schon mal wieder nachkorrigieren. Wenn ich das jetzt nochmal so höre, der Zentralverband, der vertritt letztendlich diese Handwerksbetriebe, die sind ja wiederum in den einzelnen Innungen oder Fachverbänden organisiert. Kann man denn sagen, dass, wenn ein Betrieb in einer Innung ist oder in einem Fachverband, dass das für den Endkunden auch ein besonderes Qualitätsmerkmal ist? Naja, er hat sich damit einer Gemeinschaft angeschlossen. Dazu gehört jetzt zum Beispiel jetzt mal aus Sicht des Endkunden, weil was er an internen Sachen hat, das interessiert den Endkunden ja eher weniger. Aber er hat zum Beispiel Zugriff auf durchgehende Schulung. Auf Informationen, wenn neue Gesetze rauskommen, wenn Verordnungen rauskommen. Das kann der Nicht-Organisierte sich sicherlich irgendwo auch zusammenholen. Die Frage ist nur, mit welchem Aufwand. Das heißt, ein Innungsbetrieb an der Stelle hat da einfach einen Informationsvorsprung. Da gibt es so viele kleinere Sachen, die dann vielleicht eher für den Handwerker interessant sind als für den Endkunden. Aber so ganz grob runtergebrochen, die Wahrscheinlichkeit, dass ein Innungsbetrieb einfach rein informationstechnischen Vorsprung hat, die ist recht groß. Okay, also die Innungen, soweit ich das bis jetzt immer wahrgenommen habe, die werben ja mit dem Slogan, wenn Handwerk, dann Innung. Dann scheint doch wirklich irgendwas daran zu sein, ne? Also dann ist ein Bildungsvorsprung und das heißt, das kommt ja dem Endkunden auch zugute, wenn er eine moderne Technik hat, dann weiß der Handwerker, der in der Innung letztendlich organisiert ist, doch schon ein kleines bisschen mehr. Ist das richtig? Ja, sag mal so, die Auswahl oder die Verantwortung für die Auswahl des Handwerkers hat der Kunde nach wie vor selber. Das sehen wir ja ganz einfach beim TÜV-Bericht von Autos, dass es eben Hersteller gibt, die haben, ich sag mal, die Haltbarkeit nur mäßig im Griff. Es gibt welche, die haben das super und es gibt Hersteller, die machen es eigentlich ganz prima und zwischendurch gibt es immer eine Ausreißerserie und keiner weiß so richtig, warum. Also ich werde natürlich auch bei Innungsbetrieben mal einen Betrieb kriegen, mit dem ich nicht klarkomme. Sei es, dass es menschlich ist, sei es, dass es vielleicht auch mal technisch bei dem Kollegen nicht passt. Aber die Wahrscheinlichkeit ist einfach deutlich höher. Und
Dazu hängt ja dann häufig dann bei den Kollegen auch eine gewisse Aktivität in den Gremien mit dran. Das heißt, damit ist der Austausch noch intensiver. Das heißt, dann sind sie auch selber mit der Fortbildung vielleicht noch in irgendeiner Form involviert. Das sind da Sachen, das heißt, wir kümmern uns dann plötzlich um die Jugend. Die muss ja auch irgendwo von der Straße runter. Gut, im Moment scheint das ja alles überhaupt kein Problem zu sein. Wir haben ja Fachkräftemangel. Aber es wird ja auch wieder Zeiten geben, wo die Jugend verzweifelt eine Arbeitsstelle sucht und eine Ausbildungsstelle. Insofern, da ist man bei der Innung eigentlich immer auf einer relativ guten Seite. Okay, dann kann man das ja durchaus noch unterstreichen, dass also, wenn man einen Handwerksbetrieb sucht, sich zuerst auf Innungsmitglieder stürzt, im wahrsten Sinne des Wortes, weil ja, wie du eben selber angesprochen hast, ja die Handwerkersituation ein kleines bisschen angespannt im Moment ist. Matthias, wir sind ja im Moment in einer ganz besonderen Ausnahmesituation. Alle werden angesprochen zur Energieeinsparung. Wir haben ja keine Gasmangellage, aber wir haben doch gewisse Vorsichtsmaßnahmen getroffen, dass wir das Erdgas und die Energie, die wir von anderen bezogen haben, dass wir die jetzt kompensieren müssen mit regenerativen Energien. Diese ganze Sparwelle, die jetzt im Moment im Markt ist, berührt es dich auch? Hat es Auswirkungen auf deine Tätigkeit im Moment? Ja, natürlich, massiv. Also, schönes Beispiel im Sommer. Ich war im Urlaub, öffnete den Tagesspiegel. Plötzlich las ich das Wort Heizungscheck. Das Projekt selber ist 10 Jahre alt, Heizungscheck 1, vielleicht sogar noch älter. Wir haben den inzwischen längst überarbeitet. Der aktuelle Check ist auch schon ein paar Jahre alt, nach wie vor noch aktuell. Das ist ja eine Norm, die dahinter steckt. Es war einer Politik aber nur sehr schwer durchzusetzen. Und plötzlich kam man auf den Gedanken, das ist die Lösung unserer Probleme. Also sie ist in der Tat ein Bestandteil, das ist ein sinnvoller Bestandteil. Aber da merkt man, von heute auf morgen war das Ding jetzt plötzlich wieder en vogue. Schulungsunterlagen mussten überarbeitet werden. Wärmepumpe ist plötzlich massiv nach oben gegangen. Das heißt, bei uns auch die Schulungstätigkeiten müssen massiv nach oben geführt werden. Die offiziellen Zahlen vom BAFA sind noch nicht durch, aber wir werden allein über das BAFA im letzten Jahr 350.000 Wärmepumpen in den Markt bekommen. Matthias, ganz kurz, die BAFA, was ist die BAFA? Bundesamt für Ausfuhr, das sind diejenigen, die die Fördergelder für die Einzelmaßnahmen machen. Also wenn ich eben zum Beispiel eine neue Wärmepumpe haben möchte. Das sind die das Geld in der Hand haben, ja? Ja, aber sowas von. Und wir unterhalten uns ja doch um recht hohe Investitionen. Und wenn man mal eben 30-40% dazu bekommt, das ist dann immer noch viel Geld, aber das macht es natürlich massiv einfacher. So, und das sind aber plötzlich Geschwindigkeiten, die da passiert sind. Wir hatten ja vorher die Wärmepumpenschulung schon vorbereitet. Das kleckerte in Anführungsstrichen so vor sich hin. Wir waren irgendwo bei 80.000 Wärmepumpen und das war schon viel. Jetzt wären wir allein über das BAFA bei 350.000, ungefähr in einem Jahr, also je nachdem, wann die geliefert werden, landen. Dazu kommen noch die Neubauzahlen. Das heißt, die Habeck schon 500.000 Wärmepumpen pro Jahr. So ganz abwegig sind die nicht. So, und das hat natürlich eben jede Menge Aktivitäten bei uns zur Folge. Und das macht auch Spaß. Ja. Meine Sorge ist so ein bisschen durch diese Hektik, die jetzt im Markt ist, dass dann eben Leute auch Wärmepumpen einbauen, wo sie vielleicht derzeit einfach noch nicht passt. Nach dem Motto, weg vom Gas, weil so pauschal ist es eben nicht richtig. Die Wärmepumpe passt eben leider nicht überall. Und wir haben, Lieferschwierigkeiten, das ist ja alles in den Griff zu kriegen, aber es ist eben nicht gänzlich einfach. Wir müssen zusehen, wie die Stromnetze damit klarkommen, das ist alles zu machen. Aber ich sag mal, solange das geordnet läuft, kriegen wir das alles sauber hin. Und je mehr Panik drin ist und die Angst, die wir hatten, als Russland das Gas abgedreht hat, das führte eben wirklich zu absurden Situationen bei den Kunden. Und das ist dann wieder unschön. Also so ein bisschen mehr Ruhe bei der Energiewende wäre mir lieber, aber Gott, wer ändert mir die Welt? Also ich kann nur darauf reagieren an der Stelle. Also Matthias, was du jetzt gerade gesagt hast, das ist für mich ganz fantastisch vom Gefühl her. Du bist ja grundweg, bist du ja positiv. Du sagst mit deinen Worten, das ist eine riesengroße Herausforderung, diese Wärmewende, die wir jetzt im Moment erleben. Wir haben ein paar Stolpersteine, das läuft auch nicht ganz glatt, aber letztendlich, wenn ich dich so richtig interpretieren darf, läuft es. Werden wir es schaffen, als Gesellschaft oder eben als Gemeinschaft? Ja, ich denke, der gesellschaftliche Zusammenhalt ist an der Stelle extrem wichtig. Wenn wir uns diese Enzimimaf angucken, diese Verordnung, aufgrund dessen jetzt der Heizungscheck bei Gas
versorgten Anlagen durchgeführt werden sollen in den nächsten anderthalb Jahren oder ein und dreiviertel Jahren. Da gibt es ja nicht mal Sanktionen, wenn einer das nicht macht. Ja. Ich meine, die Frage ist auch, wer könnte sowas überprüfen, ohne dass man jetzt durch alle Häuser durchgeht? Das könnte man beim Schornsteinfeger irgendwie reinkonstruieren, aber letztendlich geht es sehr in den privaten Bereich rein. Da muss der Staat nicht notwendigerweise immer den Daumen drauf haben. Das heißt, die kann nur funktionieren, diese Verordnung, wenn alle mal zusammenhalten und mitmachen. Und nicht, ich muss nichts tun, es reicht ja, wenn ich mein Gas habe. Nein, es wird für alle das Gas fehlen oder es wird für alle reichen. So einfach ist das. Und wenn eben alle ihren kleinen Beitrag machen, und das kann mal bei dem einen heißen, ich gehe vielleicht mal nur an die Nachtabsenkung ran, weil ich habe im Moment nichts zu sanieren, oder der andere sagt, bei mir passt eigentlich eine Wärmepumpe und wenn ich mich ein bisschen zusammenreiße, kann ich es auch bezahlen, ja, dann funktioniert das in der Summe. Und gucken wir uns die Gesamtzahlen an, wir haben massive Sprünge gemacht, das kriegen wir auch weiterhin, und ich mache jetzt keine Prognosen, wie es im nächsten Jahr aussieht, das kann ich nicht. Ich sehe nur, dass der Kunde mitmacht, ich sehe, dass die Kollegen mitmachen. Und ob wir die Habeck'schen 500.000 im nächsten Jahr erreichen oder in fünf, da können sich die Politiker dann drüber streiten, was nun wichtiger ist. Ich sehe nur, es funktioniert. Den Rest müssen wir schauen. Im Rahmen deines Vortrages hast du einen Satz gesagt, der für mich ziemlich bedeutsam ist. Er lautet: Letztendlich lebt diese Verordnung für den Heizungscheck. Letztendlich lebt diese Verordnung von der Vernunft der Betroffenen, in der Versorgungskrise zusammenzustehen. Ja. Das ist dein persönlicher Appell, nicht nur auf die Gesetzgebung zu warten, sondern als Gemeinschaft, als Gesellschaft jetzt zusammenzustehen und diese Krise zu überwinden. Das ist das, was du damit aussagen wolltest? Ja, letztendlich ja. Weil der Gesetzgeber kann erst relativ spät reagieren. Bitte, wird eine Demokratie, wir sind kein autokratisches System. Der Gesetzgeber wird mir nicht die Hand führen und sagen, du hast jetzt das und das einzubauen. Er kann nur sagen, aufgrund einer Gefährdungssituation jetzt hier vor dem Hintergrund von Gasversorgung, du musst wenigstens mal überprüfen. Das funktioniert. Und er kann jetzt auch sehr stark einschränken, zum Beispiel im Rahmen des Gebäudeenergiegesetzes, wenn es dann irgendwann überarbeitet wird, wie weit ich fossile Kessel noch nehmen kann. Das, was bis jetzt im Moment kommt, ist aus meiner Sicht da sehr grenzwertig. Und mal schauen, wie der endgültige Text am Ende ist. Aber letztendlich, wenn jeder nur dann reagiert, wenn er muss, dann kommt Mist raus. Ich muss nicht warten, bis vor einer Schule Kind umgefahren wird. Ich kann trotzdem vorsichtig fahren, auch wenn da kein Schild steht. Und das ist genauso bei der Umwelt. Wir sehen, dass sich draußen was tut. Wir sehen, es wird wärmer, ist ja für den Urlaub besser, aber eigentlich für die Umwelt ab einem gewissen Punkt irgendwann nicht mehr. Wir sehen, dass sich was tut. Jetzt kann ich darauf warten, bis dann mich irgendein Politiker dazu verdonnert oder ich mache freiwillig was. Und das Freiwillige hat bis jetzt in der Gesellschaft bei uns immer noch am besten funktioniert. Wir haben zwar immer noch genug Leute, die schreien, aber das, was freiwillig lief, ging. Du arbeitest ja auch schon seit langem für die gesundheitstechnische Gesellschaft, aber für die gesundheitstechnische Gesellschaft ist vielleicht gar nicht so richtig, mit der gesundheitstechnischen Gesellschaft zusammen. Ich habe dich also auch schon bei verschiedenen Veranstaltungen gesehen, die durchgeführt worden sind, bei großen Baumessen, also ich denke hier in Berlin an die Bautech, da warst du auch sehr häufig auf dem Stand der gesundheitstechnischen Gesellschaft zu sehen. Wie kommt denn dieses Verhältnis dazu? Wie ist denn diese Verbindung entstanden? Naja, also ich hatte nach der Dissertation das Problem, wie bilde ich mich weiter? So ganz, ganz simpel. Also in dem Moment, wo man sich mit dem Thema sehr stark beschäftigt, wächst damit ja auch das Wissen an der Stelle. So, und da war plötzlich ein Vakuum. Ich hatte vorher noch mich auf das Rigorosum, also auf die Fachgespräche vorzubereiten und alles, was dazugehört. So, und plötzlich war da nichts. Und auf der einen Seite habe ich natürlich den Luxus, dass ich dafür bezahlt werde, zu lernen. Weil ich sitze in Normengremien und erstelle neue Regeln. Also nicht ich alleine, aber eben in der Gruppe. Damit habe ich also automatisch während der Arbeitszeit ein gewisses Weiterbildungspensum. Aber das ist natürlich dann irgendwo, wenn, ich sag mal, das SAK-Wissen 1,50 Meter ist, sind es die ersten 2 Zentimeter. Man wird nicht alles komplett von vorn bis hinten wissen, also einen dicken Kopf hat keiner. Aber mal zu hören, was in anderen Bereichen läuft, jenseits von der Heizung, ein bisschen Lüftung, Klima, was ich noch mitmache, das ist schon schick. Und da ist einfach die GG, ich komme selber von der Ausbildung vom Hermann-Rietschel-Institut. Und das war damals, gab es die ja schon, ich meine, die gibt es sehr viel länger, aber damals kam ich das erste Mal mit ihr in Berührung. Da habe ich mich nach der Dissertation daran erinnert, hatte ja auch Kontakte zur Innung Berlin.
Ja, und so bin ich reingekommen und dann hat mich dann Frau Bob mal gefragt, ob ich einen Vortrag halten kann, oder ich hatte sie mal darauf angesprochen, hier bei einer Dissertation hat sie es angeboten. Beim Regelwerk Heizung hatte sie es angeboten, jetzt eben hier wieder. Ein anderes Thema hat mir auch nicht geklappt, das ist ganz normal. Ja, und so kamen dann halt die Gespräche zustande. Wenn du jetzt noch mal so ein bisschen zurückblickst zu deiner Studienzeit und wenn du jetzt die Studierenden, die aktuell an den Universitäten sind, kannst du ihnen empfehlen, mit der Gesundheitstechnischen Gesellschaft zusammenzuarbeiten? Ist es etwas, wo du sagst, geht mal hin, guckt euch das an, da gibt es doch Möglichkeiten für die Zukunft etwas mitzunehmen? Also so als kleine Anekdote, als ich damals noch Student war, hatte Professor Protz, der ja nach wie vor noch bekannt ist in Erinnerung, trotz des fortgeschrittenen Alters, in der Gesundheitstechnischen Gesellschaft dafür geworben. Und ich habe dann gelesen, GG, für mich war das Grauguss aus dem Maschinenbauanteil vom Studium, konnte damit überhaupt nichts anfangen. Und jetzt eben, wo ich am Ende dann den Schwung da reingeschafft habe, dieses Weiten des Horizonts, das ist etwas, was einem Studenten in dem Moment erstmal ganz absurd erscheint, weil das macht er den ganzen Tag, weil er wird ja sich hoffentlich Vollzeit, wenn er finanziell das hinbekommt, sich mit dem Studium beschäftigen können. Aber auch da wird er, wenn er ehrlich ist, feststellen, dass auch das ist ihm nur eine Scheibe aus der gesamten Branche. Das ist schon mal gar nicht schlecht. Und dann, das habe ich auch erst gelernt, letztendlich, seitdem ich im Verband arbeite, die Kontakte, die man hat, der menschliche Kontakt, der ist unglaublich wichtig. Also nicht im Sinne von Vitamin B und dann habe ich irgendwo einen Vorteil. Das ist zweitrangig. Das passiert dann nebenbei eventuell mit. Aber dass man einfach Leute kennt, wo man weiß, ach, wenn ich eine Frage habe, dann kann ich mit dem reden. Oder kann mich mit dem austauschen. Das heißt ja nicht mal, dass der andere meine Lösung hat. Aber einfach mal eine zweite Meinung zu hören, ist gar nicht schlecht. Und deswegen hoffe ich jetzt auch, dass diese Präsenzsitzungen bei der GEG vielleicht wieder auch ein Stück wieder ein bisschen vorkommen. Das ging durch Corona hin und leider nicht. Vorteil war, wir haben über die Videokonferenz unglaublich viele erreicht. Ja. Ich habe ja auch Kollegen gesehen, die dann vom anderen Ende der Republik sich zugeschaltet haben. Mhm. Aber Nachteil ist, einmal die Pfote zu schütteln, das ist auch nicht schlecht. Vielleicht kann man das irgendwie verbinden, aber das muss der Vorstand entscheiden. Und wie gesagt, da hängt ja auch noch ein bisschen die Entwicklung in der Pandemie mit bei. Na, also Matthias, vielen Dank für dieses Statement. Also eine klare Empfehlung, Präsenz auch wieder aufzubauen, aber diese Online-Geschichten aufgrund der Reichweite doch weiter fortzuführen. Und ich durfte ja auch an verschiedenen Veranstaltungen, die online stattgefunden haben, teilnehmen. Und ich kann das nur unterstreichen. Es gab ja auch viele Teilnehmer, die aus den benachbarten deutschsprachigen Ländern sich zugeschaltet haben, was bei einer Präsenzveranstaltung so gar nicht möglich gewesen wäre hinsichtlich der Anreise und der damaligen pandemischen Situation. Matthias, Heizungscheck 2.1, Theorie und Praxis. So lautete der Titel deines Vortrages bei der Gesundheitstechnischen Gesellschaft, den du am 2. Dezember online gehalten hast. Das ist ja der Heizungscheck, du hast es ja vorhin in dem Gespräch selber angedeutet, den gibt es ja nicht erst seit gestern, aber der ist ja letztendlich seit gestern, im übertragenen Sinne seit 22 erst wieder richtig auf den Schirm gekommen, aufgrund der Energieeinsparforderungen, die wir alle haben. Die Überprüfung der Heizungsanlage, welches ist denn so die Kernaussage von deinem Vortrag? Du hast ja schon gesagt, es sollte eine freiwillige und ist eine freiwillige Sache, aber so richtig freiwillig ist es auch nicht. Da gibt es ja auch Fristen, ne? Naja, also in der Ensimimaf werden gasversorgte Gebäude schon dazu verpflichtet, was zu machen. Das Problem ist natürlich, es gibt keine Umsetzung. Es gibt also keinen, der den Nutzer verdonnert. Das, mit allen Vor- und Nachteilen, die das hat, hat ja vorhin schon gesagt, dass ich die Freiwilligkeit durchaus schätze. In diesem Fall gibt eigentlich keine Freiwilligkeit, aber es gibt eben keinen Zwang. Wenn sich einer meint, er muss sich gegensträuben, dann soll er halt. Es wird immer Leute geben, die aus der Reihe tanzen. Das Wichtigste ist eigentlich, also der Sinn vom Heizungscheck ist eigentlich, dass der Endkunde ein Gefühl für seine Heizung bekommt. Für den ist es doch eine Blackbox. Es wird im Wohnzimmer warm, also funktioniert alles. Und das ist eben falsch. Natürlich wird es warm, also die Aussage ist soweit in Ordnung. Wir haben aber viele kleine Sachen, die sich über die Jahre eingeschlichen haben in der Heizung oder die vielleicht auch mal von aus heutiger Sicht damals falsch gemacht wurde beim Bauen. Damals war es vielleicht anders üblich, muss man auch mal ganz ehrlich sein. Und
dann, wie sagt man, da verkommt die Heizung so langsam. Und wir brauchen eben bestimmte Randbedingungen, damit eine Heizung energiesparend läuft. Und das ist der Heizungscheck, ist der Versuch, das dem Endkunden, ja, ein bisschen transparent zu machen. Also früher wäre vielleicht der Meister durchgegangen und sagt, guck mal, da hängt der, du hast da keine, die Rohrleitung nicht gedämmt oder da hängt die Dämmung in Fetzen runter. Wollen wir das mal neu machen? Und hätte man gesagt, ja, toll, hört sich vernünftig an. Heute sagt man eben, guck mal her, du kriegst hier aufgrund deiner nicht vorhandenen Dämmung oder schlechten Dämmung so und so viel Maluspunkte oder Verbesserungspunkte. Am Ende werden die addiert. Dann stellt man fest, guck mal, du hast eine ganze Menge an deiner Anlage zu machen. Und konkret sind das, und das ist das Schöne an dem Heizungscheck, also automatisierte Empfehlungen, das und das und das solltest du machen. So, und dann kann der Kunde für sich entscheiden, je nach Geldbeutel, Zeit und was ich, was dann alles im Einzelnen dafür oder dagegen spricht, zu sagen, okay, ich mache was. Das kann was ganz Kleines sein, das kann bei vielen natürlich auch die Empfehlung heißen, mach einen neuen Wärmeerzeuger, aber wenn es der Kunde in dem Moment nicht will oder kann, dann macht er vielleicht wenigstens die kleinen Sachen, zum Beispiel den hydraulischen Abgleich oder die Dämmung. Und das ist eigentlich die Kernaussage war jetzt, du hast die Verpflichtung nach NSIMIMAF, also dieser Mittelfristverordnung, aufgrund der Krise mit der Gasversorgung, die wir hatten. Umsetzung ist der Heizungscheck. Wie gehe ich damit um? Wie mache ich es dem Kunden so ein bisschen schmackhaft? Das war ja gar nicht eine wissenschaftliche Herleitung von den einzelnen Schritten, sondern es war ja ganz platt. Guck mal, hier ist eine App. So kannst du dich da durchklicken. Und das hier ist das Ergebnis, was du dem Kunden zeigen kannst. Also etwas anders, als ich sonst die Vorträge vielleicht gemacht habe. Da ging es ja dann eher vielleicht mal um Grundlagen. Hier ging es ja wirklich um die Ausführung. Und am Ende, also ich will noch mal ganz kurz auf die Enzym. Jetzt musst du es nochmal sagen, bitte. NSIMIWAF, ist das richtig ausgesprochen, die Abkürzung? Mittelfrist Energieversorgungssicherungsmaßnahmenverordnung. Okay. Als ich das gelesen habe, habe ich extra nachgeschlagen, ob es das längste deutsche Wort ist. Nein, es gibt noch den Donaudampfschifffahrts, weiß ich nicht, Kapitän, der war in der Tat länger. Ich habe noch nie einen gesehen, der das von sich aus gesagt hat. Und ich hörte schon NSIMIAV und ich sage jetzt NSIMIMAF. Also wer das jemals das Wort sich ausgedacht hatte, hatte, glaube ich, eine sehr unruhige Nacht vorher gehabt und hat nicht mehr nachgedacht. Es ist inhaltlich nachvollziehbar, aber sprachlich nicht mehr zu gebrauchen. Ja, ist eigentlich eine Katastrophe, wenn man es so aussprechen muss. Man stolpert und ich denke, ich kann ganz gut sprechen, aber auch das ist für mich nicht ganz einfach. Da muss ich ein bisschen üben. Wir einigen uns ja auf den Heizungscheck, ne? Und am Ende dieses Heizungschecks kann man sagen, dass es, da fällt mir vielleicht ein, kann man sagen, das ist so eine Art Sanierungsfahrplan für die Heizungsanlage? Könnte man so ausdrücken. Das Wort Sanierungsfahrplan wird ja eigentlich eher verwendet für größere Gebäude, ja, für die, ja, Energieberatung. Ja, man kriegt am Ende eine automatisiert über die App, das kann man natürlich auch von Hand machen, kriegt man aufgrund der Befunde Empfehlungen. Also so ganz simpel gesprochen, man hat festgestellt, es gibt keinen hydraulischen Abgleich, dann steht da hinten, es gibt, mach bitte einen hydraulischen Abgleich, weil du sparst Energie. So, und dann kann man eben mit dem Kunden durchgehen und sagen, was geht denn jetzt? Und wenn ich jetzt gerade vor 7 Jahren einen neuen Kessel gemacht habe, das schreit noch nicht nach einem Austausch. Und sagen wir mal ehrlich, das Geld ist bei den meisten Leuten nicht so dicke, dass sie dann meinen, sie müssen den Kessel auch noch rausschmeißen. Das wird bei vielen wohl zustandsorientiert sein, wenn der Kessel irgendwann in die Jahre kommt. Ja, aber dann vielleicht wenigstens den hydraulischen Abgleich. Diese ganze Optimierungsgeschichte, Rohrleitung, Temperaturen runterziehen. Das steht dann halt in dem Protokoll drin. Ja. Und das Schöne ist, wenn man dann auch diese kleinen Sachen macht, die also erstmal in Anführungsstrichen Beiträge zwischen 5% und 25% bringen an. Bitte 25%. Da ist schon eine ganze Menge beim hydraulischen Abgleich schiefgelaufen und dann ist auch ein relativ neues Gebäude, dass man also die Brennwertnutzung vielleicht kaputt gemacht hat durch Fehleinstellung. Aber irgendwo dazwischen bewegt man sich. Aber mit der Berechnung vom hydraulischen Abgleich hat man alle Daten, um festzustellen, was mache ich denn als nächstes? Also passt eine Wärmepumpe? Und wenn ich sie haben möchte, was müsste ich an der Anlage ändern? Und ich kriege diesen hydraulischen Abgleich, zumindest bei kleineren Gebäuden, nach wie vor noch und alles, was dazugehört, noch gefördert. Nicht ganz so hoch, als wenn ich gleich einen Wärmeerzeuger mache, aber immerhin haben oder nicht haben. Und dann macht man erstmal den kleinen Schritt und dann kann man in Feststunden feststellen, ja, vielleicht noch einen Heizkörper austauschen und vielleicht macht man das auch gleich mit. Und dann weiß man, okay, ich habe so und so viel kW, ich bräuchte einen Pufferspeicher, das und das brauche ich. Und dann kann man, sobald das Geld da ist, sagen, okay, für die Wärmepumpe möchte ich bitte das und das haben. Ja, klar. Das ist ja das Schöne an dieser Transparenz. Man hilft dem Kunden einfach, ein Stück mündig zu werden.
Bitte, der wird nach wie vor kein Handwerker danach. Woher denn? Aber er soll wenigstens wissen, warum er sich entscheidet. Und das ist für viele ein ordentliches Hilfsmittel. Das hatten wir damals beim Heizungscheck 1, hatten wir eine Begleitforschung gemacht und haben dann eben auch Kollegen befragt, wie viele Checks habt ihr gemacht? Haben auch geguckt, was ist daraus an Aufträgen geworden? Und die Kollegen, die das dann auch wirklich regelmäßig gemacht haben und nicht nur so auf Zuruf, wenn der Kunde dringend wollte, die haben, bisschen flapsig gesagt, aus fast jedem Check irgendeinen Auftrag mitgenommen. Das war zwischen tropfender Wasserhahn, was vielleicht gar nichts mit dem eigentlichen Check zu tun hatte, bis zur Komplettsanierung. Und das zeigt ja aber auch, dass das offensichtlich dem Kundenstück geholfen hat. Wenn wir am Ende des Jahres mal so einen Strich unter allem ziehen, dann sollte ja bestenfalls eine hohe Energieeinsparung um 20% bestenfalls stehen. Die europäischen Werte sind sehr vielversprechend. Also im europäischen Durchschnitt sind im Moment sogar 21% Gas eingespart worden. Das betrifft nicht Deutschland, das ist eben halt nur der Durchschnitt. Wenn du diese ganzen Maßnahmen zur Optimierung aufgrund des Heizungschecks jetzt mal zusammenrechnest und natürlich unter Berücksichtigung der Zeit, ist ja erst seit 1. Oktober 22 gültig, gibt es denn schon so eine Durchschnittszahl, wo du sagen kannst, ja, von den Anlagen, die jetzt überprüft worden sind, sind insgesamt noch mal so und so viel Prozent Energie eingespart worden? Gibt es schon so eine Zahl aufgrund des Monitorings, was durchgeführt worden ist? Also von unserer Seite können wir kein Monitoring machen und andere Zahlen kenne ich ehrlich gesagt auch nicht. Also das zu hohe Erwartung auf den Gesamtverbrauch würde ich jetzt an der Stelle nicht ziehen. Also ich bilde mir ein, in der Begründung zur Enzimimaf stand irgendwas drin, dass man da, glaube ich, 3% über Gesamtdeutschland erwartete. Ob das realistisch ist, entzieht sich jetzt ehrlich gesagt meiner Kenntnis. Die Enzymima fordert ja die, was sie Optimierung nennt. Das ist eigentlich sprachlich ein falsches Wort. Sie fordert Schnelleinstellung. Also Optimierung ist für uns, dämm die Rohrleitung, mach einen hydraulischen Abgleich, zieh die Temperaturen runter. Und zwar möglichst noch alles noch berechnet, dass es wirklich ideal ist. Kümmere dich vielleicht nochmal um das Wasser, also dass die Anlage wirklich einfach perfekt in Anführungsstrichen läuft. Das, was dann an diesen Schnelleinstellungen gefordert wird, heißt, kümmere dich um die Nachtabsenkung. Also hast du überhaupt eine? Wie lange ist die? Ist die überhaupt noch deinem Lebensstil angemessen? Sind die Temperaturen wenigstens irgendwo im realistischen Bereich oder geht vielleicht ein Ticken weniger? So, und wenn ich jetzt ein Brennwertgerät habe, müssen wir selber, also ab 70 Grad Vorlauftemperatur und wenn die Spreizung, also die Rücklauftemperatur halbwegs stimmt, dann geht bis dahin ungefähr der Brennwertbereich. So, wenn ich jetzt aber meine Anlage komplett vermanscht eingestellt habe, lass die permanent auf 80 Grad gegen den Kesselthermostaten laufen. Dann habe ich diesen Brennwerteffekt nicht. So, wenn ich Ja. das, ich sag mal, realistisch einstelle, wird der Kunde danach nicht frieren, habe ich davon einen Tag auf den anderen 10% Einsparung. Wenn das Ding vorher schon ordentlich eingestellt war, bringt es ihm gar nichts. So, Nachtabsenkung. Manche Zeiten im Leben ändern sich einfach. Man geht auf Rente zum Beispiel und man geht morgens nicht mehr um 5 aus dem Haus, weil man vielleicht vorher Schichtarbeiter war. Ja, dann kann die Nachtabsenkung auch morgens bis um 7 noch reichen und nicht morgens um 4 rausgehen. Und so Kleinigkeiten werden dann häufig einfach vergessen. Man hat sich dran gewöhnt, denkt nicht mehr dran. Und das ist der Punkt, wo diese Schnelleinstellung Tatsache eine Einsparung bringen wird. Aber das im Einzelfall zwischen gar nicht und allein über den Brennwerkeffekt 10%. Ich weiß, bei uns im Sportverein haben sie an einigen Stellen ähnliche Sachen gemacht, dann allerdings auch ein bisschen mit Unterstützung eines Planers, haben die Temperaturen in den Hallen ein bisschen abgesenkt, um 1, 2 Kelvin in der Sporthalle jetzt nicht so dramatisch, haben die Zeit ein bisschen an, die kam Tatsache über 20%. Ja, und das ist so die Spannbreite und das pauschal zu sagen, du sparst immer, das wäre unfair. Auf der anderen Seite ist das Risiko nicht so übermäßig groß. Wir unterhalten uns über einen Zeitaufwand beim Kunden vor Ort von einer Stunde. Wenn ich das im Rahmen der Kesselwartung mache, ist der Kollege sowieso vor Ort. Das heißt, dann kommen dann keine gigantischen zusätzlichen Kosten mehr dazu. Und wenn ich dann feststelle, ich habe jetzt eine Stunde zu viel bezahlt und es ist nichts rausgekommen, dann konnte ich glaube, wir haben woanders schon mehr Geld verballert. Vielleicht kommt aber auch raus, ich habe im nächsten Jahr 10% eingespart, eben dieser Brennwertanteil zum Beispiel. Und das, wenn ich jetzt plötzlich mit dem Einfamilienhaus locker bei 2.000, 3.000 € Heizkosten bin und zum Teil noch drüber mit diesen absurden Preisen, die wir jetzt im Moment haben in dieser merkwürdigen Situation, ja, dann habe ich das Geld im Vierteljahr wieder raus.
Also, wenn ich das so zusammenfasse, was du jetzt über den Heizungscheck gesagt hast, dass es viele Bereiche gibt, wo richtig viel eingespart wird, andere Bereiche gibt es, wo es weniger Einsparungen gibt, aber es gibt eine klare Empfehlung, den Heizungscheck durchzuführen. Es gibt eine Verpflichtung dazu, dass man den Heizungscheck bei größeren Gebäuden auch durchführen sollte oder muss, ne? Muss. Innerhalb von Fristen. Aber die klare Empfehlung von deiner Seite ist, den Heizungscheck durchzuführen, weil es so viele Optimierungsmöglichkeiten gibt, die relativ einfach umzusetzen sind. Ja. Also wir haben da auch unsere Empfehlung bei den Schulungen geändert. Wir hatten vorher mal gesagt, um Gottes Willen keine Schnelleinstellung vornehmen, sondern einfach nur checken. Und alles andere in dem zweiten Schritt. Weil das Risiko in Anführungsstrichen, das ist jetzt aber auch nicht dramatisch, ist, dass man natürlich etwas verschlimmbessert. Und dann wird es vielleicht nicht warm. Und deswegen, wir haben dahingehend jetzt, weil eben jetzt in der Verordnung drinsteht, macht diese Schnelleinstellung, haben wir unsere App dahingehend jetzt ergänzt, dass man in dem Zuge, wo man das Ganze ermittelt, gleichzeitig auch noch die Veränderung mit aufnimmt. Dass man also sagt, okay, ich habe jetzt die Pumpe auf 2 gestellt, die war vorher auf 3. Oder ich habe die Vorlauftemperatur 5 Grad runtergezogen. Das hört sich jetzt lächerlich an, aber sollte wirklich wieder erwarten, irgendwas jetzt nicht so funktionieren wie vorher, dann hat man halt schwarz auf weiß, was geändert wurde und dann weiß der Fachmann auch, was er wieder zurückdreht. Insofern, da hat sich die Situation verglichen mit dem Ausgang, als wir mal damals den Heizungscheck gemacht haben, massiv geändert. Damals war ja die Ausgangssituation, der Kunde wollte überhaupt nichts machen. Wie kriegen wir ihn zu einer Sanierung? Jetzt haben wir die Situation, sie haben alle Angst, dass sie im Winter frieren oder dass sie das Gas nicht mehr bezahlen können. Und das ist ja leider, insbesondere mit den Preisen im Moment, ja nicht ganz unbegründet. So, und jetzt geht es eigentlich nur darum, wie kann ich eventuelle Fehler von vornherein ausbügeln. Und das haben wir, glaube ich, mit der App ganz gut hinbekommen. Und also das Risiko für einen Endkunden mit diesen Schnelleinstellungen ist überschaubar. Also ja, im schlimmsten Fall wird es zurückgedreht. Da wird ja nichts körperlich an der Anlage verändert. Aber so oder so müssen wir ehrlich sein, jetzt eine Schnelleinstellung ist eine Hilfe. Endziel ist aber eine moderne Anlage. Und es wird für viele heißen, mach was auch immer neu. Also mindestens den Wärmeerzeuger, wahrscheinlich den hydraulischen Abgleich, bei vielen wahrscheinlich sogar noch die Dämmung. Und wenn wir ehrlich sind, für viele wird es auch heißen, am Gebäude wirst du auch was tun müssen. Das ist jetzt aber dann nicht mehr Bestandteil des Heizungschecks. Und das übersteigt ja letztendlich auch unser Thema, was wir heute haben. Und da gehen wir ja tatsächlich dann schon wieder in den Sanierungsfahrplan für Gebäude mit hinein. Aber ich denke, das Ergebnis deiner Ausführungen zum Heizungscheck, dass es also eine klare Empfehlung dafür gibt, den durchzuführen und dann letztendlich auch die Anlage zu optimieren, finde ich, ist schon ein gutes Ergebnis. Matthias, du hast dich jetzt sehr viel mit diesem Heizungschecks, mit der Optimierung von Heizungsanlagen aufgrund der angespannten Energieversorgung und Einsparsituation beschäftigt. Siehst du denn mittelfristig auch noch weitere Themen, die du uns mal ganz kurz ansprechen könntest, mit denen du dich beschäftigen wirst, mal außerhalb von Energieeinsparungen? Naja, meine Arbeitsbeschreibung ist Referent für Energie- und Wärmetechnik. Da lande ich automatisch bei der Energieeinsparung. Also Trinkwasserhygiene ist per Definition nicht mein Thema, obwohl es auch ein ganz großes Thema jetzt bei meinem Kollegen zum Beispiel ist. Ja, bei mir wird jetzt erstmal sein, ja klar, Heizungscheck, Wärmepumpe, auch unsere Software für die ganze Optimierung und für die Auslegung ZV-Plan, das wird jetzt eben noch weiter angepasst werden. Das wird mich jetzt einfach das nächste halbe Jahr oder Jahr noch stark beschäftigen. ISH steht vor der Tür, also unsere große Messe. Auch da, das ist einfach interne Öffentlichkeitsarbeit gegenüber den Kollegen, weil da ist einfach viel zu tun. Ja, klar, ansonsten, das Thema Energiemanagement wird im Hintergrund kommen, massiv, weil wenn alle eine Wärmepumpe haben, ich bitte übertreibe jetzt mal ganz platt, weil im Moment kann ich es noch nicht für alle machen. Dann werden wir uns darüber unterhalten müssen, dass die Wärmepumpe zeitweise auch mal reduziert wird in der Leistung. Das wird der Kunde nicht merken. Das haben wir jetzt ja auch schon über Sperrzeiten. Das geht, das ist alles kein Problem. Es wird aber anders laufen. Dann wird dann eventuell ein interner Energiemanager im Gebäude entscheiden, das Auto wird jetzt, wenn noch ein Elektroauto dazu kommt, wird jetzt nicht geladen, sondern in einer Stunde oder umgekehrt. Das Auto hat jetzt Vorrang und Wärme habe ich noch genug abgepuffert im Speicher, kann die Wärmepumpe jetzt mal ein bisschen zurückschalten.
Und das miteinander auszutarieren und dass das auch noch massentauglich ist, weil wir wollen ja nicht, dass dann jeder Handwerker an jeder Gebäude neu anfängt zu programmieren, das kann ja keiner bezahlen. Das wird ein ganz, ganz interessantes Thema und ein relativ umfangreiches. Und das Interessante ist, das wird im Moment Tatsache erzwungenermaßen sehr schnell gehen müssen. Weil wir haben jetzt bei dem ganze Geschichte um Smart Meter Gateway ausrollen, also über diesen intelligenten Zähler, das hat es in den letzten Jahren so vor sich hingedümpelt. Und dann sollte ein Rollout, also die Markteinführung sollte kommen, dann kam sie nicht, dann kam sie doch und wurde aber wieder von einem Gericht kassiert. Und dann gab es nur 3 Hersteller, aber nicht ganz so sehr. Und dann gab es zwar den Hersteller, aber es gab noch nicht die Schnittstellen nach draußen ins Gebäude. Und das wird jetzt nach den gesetzlichen Entwurfsvorschlägen, das sind ja noch keine richtigen Entwürfe, aber offensichtlich in diesem Jahr verordnungstechnisch und gesetzestechnisch erzwungen werden. Das wurde in den letzten Jahren, wenn man ganz ehrlich ist, auch ein bisschen verbaselt von der gesamten Branche. So, wenn das vernünftig funktioniert, dann werden wir da einen Riesensprung kriegen. Das wird vermutlich für den einzelnen Kollegen nicht allzu viel Auswirkungen haben im Sinne von, dass er jetzt tagelang lernen muss. Ein bisschen wird kommen. Es wird massive Änderungen haben bei der Regelungstechnik. Das heißt, für uns anders einkaufen, für die Industrie heißt es, ihre Regelung ein Stück intelligenter machen. Und das wird hochspannend, wie das läuft. Und dann komme ich ja vielleicht wieder mal mit meinem Heizen 2020, mit meiner Dissertation, weil da haben wir ja zwar einen Teil mit umgesetzt, zum Beispiel in der Heizlastberechnung, dass wir eben diese höheren Temperaturen optional jetzt einfach dem Nutzer etwas näher gebracht haben, dass man das leichter umsetzen kann und vor allen Dingen normkonform umsetzen kann. Was mir aber noch fehlt, ist die regeltechnische Umsetzung. Und ich hatte mich damals mit der Industrie zusammengesetzt und hatte dann gesagt, eine Visualisierung, also wenn man eben dem Nutzer ein Stück entgegenkommt und ihm es einfacher macht, auch durch Voreinstellungen, könnte man das so und so umsetzen, hat er da zum Beispiel so Bildschirme gezeichnet, wie man das als Touchscreen umsetzen konnte. Touchscreen, kannst du dir vorstellen, was für ein Aufschrei das in der Industrie gegeben hat? Wieso Touchscreen? Ich habe gesagt, ja, Touchscreen, wie Handy für 100 Euro, wo ist das Problem? Haben wir nicht. Und jetzt ist ein paar Jahre ins Land gezogen. Die Regelungen sind bei einigen Herstellern zumindest deutlich moderner geworden. Wir werden im Bereich Energiemanagement aufrüsten müssen bei den Wärmepumpen. Im Prinzip, die Handwerkszeuge gibt es. Wir müssen uns eigentlich nur auf die entsprechenden Standards einigen. Ja. Vielleicht kommt das in dem Zuge auch nochmal wieder. Ich habe ja einen langen Atem. Da bin ich sehr unangenehm mit bei. Ja, Matthias. Also ich muss einen Blick auf unsere Uhr werfen und wir sind tatsächlich schon am Ende angekommen. Ich könnte mit dir tatsächlich noch eine ganze Weile mich unterhalten und ich glaube, du hast auch so viele Themen, die unsere Hörer und Hörerinnen doch richtig interessieren. Das gibt mir so einen kleinen Cliffhanger für die nächste Folge. Ich glaube, da müssen wir dich nochmal einladen, um das, was du schon alles, wie sagt man so schön, in der Pipeline hast, dass wir das nochmal so ein kleines bisschen ausbreiten. Und ich muss einfach nochmal eine letzte Frage stellen. Du hast ja gesagt, dass dein Sportverein, dass der ein kleines bisschen die Heizung runtergestellt hat und richtig viel Einsparungen gemacht hat. Du bist hoch engagiert, man hört dir sehr gerne zu, weil also eine hohe Kompetenz aus deinen Worten spricht. Findest du auch noch so ein kleines bisschen Ausgleich, wenn du sagst Sportverein, das wird sich sicherlich nicht um einen Dartverein handeln. Naja, also ich schwimme, das ist dann allerdings ein Freibad draußen und dann darf man sich auch nicht vorstellen, dass ich da dann 2 Kilometer am Stück gegen Zeit schwimme, das ist dann einfach Bahn schwimmen für eine halbe Stunde und glücklich sein. Ich spiele ein bisschen Tennis. Ich jogge. Das ist dann eher noch ein bisschen unter dem sportlichen Aspekt zu sehen, wobei auch das sind Geschwindigkeiten. Also wenn einer von mir erwartet, dass ich anderen wegrenne, nein. Den Ehrgeiz habe ich nicht. Es ist einfach vor der Gesundheit und inzwischen habe ich auch festgestellt, wenn die Stimmen aufhören beim Joggen, die innere Unruhe kommt, das ist so nach dem ersten Kilometer hoffentlich von 5, dann habe ich es richtig gemacht. Aber ich habe dich auch jetzt in dem Gespräch so wahrgenommen, dass es sicherlich sehr, sehr viele Jogger gibt, die sich deiner Geschwindigkeit anpassen, um einfach auch während des Laufens, man soll ja so joggen, dass man sich noch unterhalten kann, das Gespräch mit dir zu suchen. Also wenn ich Jogger wäre und dich sehen würde, ich würde
wenn ich etwas schneller wäre, mein Tempo verlangsamen, um mit dir dann eben halt eine Stunde mich über Heizungscheck und über deine Zukunft und deine Pläne zu unterhalten. Also sehr, sehr spannend. Lieber Matthias, ich von meiner Seite aus möchte mich recht herzlich bedanken für dieses hochinteressante Gespräch. Und lieber Till, du hast ja die ganze Zeit dazugehört und das alles aufgezeichnet. Es war doch wirklich großartig und spannend, ne? Es hat mir unheimlich großen Spaß gemacht, euch zuzuhören, und bei mir ist wieder eine Sache einfach so ein bisschen hängen geblieben. Ich glaube, Matthias, was du uns hier heute erzählt hast, ist unheimlich wichtig, ist unheimlich lehrreich, und ich glaube, dass wir immer wieder dahin kommen, dass wir einfach, glaube ich, noch mehr den, in Anführungszeichen, bitteschön meine ich das, den Otto-Normalverbraucher zu informieren, weil alleine, was du uns jetzt hier in dieser letzten Dreiviertelstunde alles erzählt hast, ich glaube, wenn alle das wissen würden, geht jetzt ja gar nicht darum, es umzusetzen, sondern wenn alle wissen würden, was man eigentlich alles wie bedenken kann, um auch teilweise mit Kleinigkeiten halt eben wirklich große Effekte zu erzielen, ich glaube, dann wären auch viele Menschen ganz, ganz viel schneller bereit, es umzusetzen. Das ist so meine persönliche Meinung, aber vielleicht seht ihr das natürlich halt eben auch nochmal anders und sagt, nee, das ist eigentlich schon genug getan worden, Matthias. Ich weiß nicht, wie du das siehst. Naja, das hatte ich gesagt, aus der Begleitforschung vom ersten Heizungscheck, als er damals entwickelt wurde, haben wir eben gemerkt, es funktioniert. Also jedes Werkzeug hat irgendwo auch denjenigen, der es nutzen muss oder der in diesem Fall jetzt annehmen muss. Insofern wird es auch Leute geben, natürlich damit überhaupt nichts anfangen können. Aber in der Summe funktioniert das. Das ist ein massentaugliches Werkzeug, was für die Handwerker leicht zu bedienen ist und was für den Kunden tatsächlich einen Erkenntnisgewinn bringt. Also klar, wenn einer von vorne mit der Einstellung geht, ich finde es sowieso scheiße, ja, dann wird er daraus nichts ziehen. Aber wenn er sich dann mit seinem Handwerker hinsetzt, sagt, erklär mir das mal ganz kurz, und dann nimmt er sich einfach noch mal ein paar Minuten Zeit, dann hat er was davon. Und das ist vor dem Hintergrund, dass wir uns ja doch über, zumindest bei den Sanierungen, über relativ hohe Beiträge unterhalten, die der Kunde irgendwo ja erübrigen muss, ist das unglaublich viel. Ja, und ich glaube, das ist halt eben genau das Entscheidende, ne? Weil ich höre es immer wieder halt eben auch in der Nachbarschaft, im Freundeskreis, dass halt eben viele, ja, gerade jetzt in der Situation halt eben einfach sagen, natürlich, wir wollen sparen, ich mache die Heizung aus. Weil ich glaube, das ist ja nicht unbedingt der richtige Schritt, also zumindest nicht einfach mal so pauschal gesagt. Ja, man kann bis zu 100% der Heizkosten einsparen, wenn man gar nicht mehr heizt. Auf Dauer ist das aber nicht massentauglich. Ganz genau. Und aus diesem Grunde bin ich dir unheimlich dankbar, dass du uns halt eben einfach nochmal diesen Ansatz halt eben heute hier gezeigt hast. Also herzlichen Dank für die Zeit, die du dir genommen hast. Ich hoffe, du hast dich bei uns wohlgefühlt. Oh, hat Spaß gemacht. Jedes so ein Interview hat immer den Vorteil, dass man mal eine andere Seite kennenlernt. Und ich lebe im Verband davon, dass ich zwischen den Seiten vermitteln muss. Und das macht mir ehrlich gesagt persönlichen Heiden Spaß, und der Erkenntnisgewinn, der ist auch enorm. Weil jeder denkt anders. Und insofern freue ich mich jetzt, gut, Eberhard kenne ich ja nun schon ein bisschen länger, den kann man ja nicht wirklich als Laien bezeichnen, aber wir beide hatten uns ja vorhin auch noch ein bisschen unterhalten. Jeder denkt anders, und letztendlich ist es ja nicht, dass ich es für mich mache, sondern das, was ich mache, soll ja eine Wirkung draußen haben. Insofern freue ich mich über jede andere Meinung. Eberhard, du bist auch bald wieder im Einsatz als Moderator für die Gesundheitstechnische Gesellschaft. Der nächste Online-Vortrag am 19. Januar, Hygiene in Trinkwasserinstallationen, Faktencheck zum Spannungsfeld, Energieeinsparmaßnahmen kontra Legionellosen. Da bist du wieder dabei? Ja, ich gehe davon aus, dass ich wieder dabei sein darf und die Moderation machen werde, und da freue ich mich natürlich schon drauf. Und alle Informationen dazu finden Sie natürlich, wie auch ganz, ganz viele andere Informationen, im Internet ggberlin.de. Das ist die Homepage der Gesundheitstechnischen Gesellschaft. Lieber Eberhard, lieber Matthias, ich bedanke mich ganz, ganz herzlich für eure Zeit und wünsche euch natürlich weiterhin alles Gute. Ja, danke Till, wünsche ich dir auch. Danke Matthias, von meiner Seite aus ganz viele Grüße aus Wittenberge. Ich bin ja dort, ich habe den Berliner Raum verlassen und bin jetzt doch ein bisschen an der Elbe runtergekommen. Ah, das wusste ich gar nicht. Man sieht sich zu selten. Ich bedanke mich, dass ich mit dabei sein konnte. Hat mir einen Heidenspaß gemacht. Die GG Event Experten. Der Podcast mit den Referentinnen und Referenten der Veranstaltungen der Gesundheitstechnischen Gesellschaft. Alle Informationen zu den Vorträgen und das Kontaktformular für Ihre Fragen und Anregungen finden Sie unter ggberlin.de.